Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Freaky Rough auf dem Kanal zu einer neuen Mediabook Madness. Heute die 4 Cabin Fever Mediabooks in Cover B. Dann lass uns die Dinger mal zur Seite räumen. Und dann fangen wir an mit dem ersten. Das Frontcover ziert das Originalplakatmotiv, hier auch mit Spotlack veredelt. Der Spine und der Back. Und jetzt kümmern wir uns um die inneren Werte. DVD, Blu-ray-Disc mit dem Director's Cut, Blu-ray-Disc Kinofassung. Innenprint in Rot gehalten. Ja, kann man so machen. Sieht stylisch aus. Das Booklet verfasst von Nando Rona. Ich muss sagen, Cabin Fever. Ja, geiler Film. Da geht's um ein paar Jugendliche, die machen in so einer alten Waldhütte Urlaub. Einer steckt sich mit einem unbekannten Virus an, steckt die anderen an, so ein Kammerspiel beginnt, niemand will sich da anstecken und da kommen auch noch so ein paar Hillbillies und es wird dann auch gut rumgesplättert. Eli Roth, ja, richtig geiler Film, finde ich. Hier haben wir jetzt die Covergalerie, die ist jetzt bei allen Mediabooks gleich. Die Bilder, weiß nicht, sind glaube ich auch gleich. Ja, das waren ja die Cover von der Box und hier noch der Back. Der zweite Teil, auch hier das Original Kinoplakat, hier bis mit Spotlack, ist so anmutend mit dem Schulbus, so wie so ein Skelett, wie so ein Totenkopf. Das Bein on the back. Jetzt lass uns auch hier mal reingucken. Die Blu-ray Disc, die DVD, Innenprint auch hier. 10 Fotos in Rot gehalten. Kann man so machen, zieht sich durch die ganze Reihe durch. Auch hier wieder ein Text von Nando Rona. Zweite Teil muss ich sagen, liegt eine Schippe an Splatterness drauf. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der zweite Teil ist mein liebster Teil, ist auch am trashigsten, vor allem die Szene hier mit der Zunge. Ich liebe diesen Film einfach. Man kann ihn sogar schon als Fun-Splatter bezeichnen, finde ich. Ja, und hier sieht man, wie es hier abgeht. Virus in der Schule. Die Schule bekommt das Wasser, was oben auf der Hütte infiziert worden ist. Das trinken sie und ja, einfach nur zu geil. Und hier ist wieder die Covergalerie, die haben wir ja schon gesehen. Hier noch der Back. Jo! So, der dritte Teil. Cabin Fever, Pets and Zero. Auch hier das Kinoplakat, auch hier wieder der Totenkopf hier im Himmel. Das Bein, das Back Artwork. Wir gucken auch hier rein. Die Blu-ray Disc, die DVD. Auch hier wieder ein schöner roter Indruck. Das Rot kommt aber richtig kräftig rüber. Und auch hier erneut ein Text von Nando Rona. Dritter Teil, da geht es darum, eine Partygesellschaft auf einem kleinen Boot, eine kleine Yacht. Legen an so einer Insel an, aber auf der Insel ist dieser fleischfressende Virus vom ersten und zweiten Teil, wird da erforscht und der ist da ausgebrochen und die gehen auf die Insel und ihr könnt euch denken, wie es da weitergeht. Nicht so gut wie der erste oder der zweite Teil, aber hier Behind-the-Scene-Fotos, also hier so die Maske gerade machen. Ja, nicht so gut wie der erste oder der zweite Teil, aber hat mich auch sehr gut unterhalten. Ja, Kann man so machen. Auch gute Special Effects dabei. Und wieder die Covergalerie. Und Back hier noch. Und hier der vierte, beziehungsweise das Remake. Auch hier in dem Plakatmotiv. Der Spine. Das Back Artwork.
Dann lass uns auch mal hier reingucken. Die Blu-ray-Disc, die DVD, der Imprint auch hier wieder in Rot gehalten. Und auch hier wieder ein Booklet-Text von Nando Roeder. Das Remake, muss man sagen, ist 1:1 der erste Teil. Ich denke mal, je nachdem, ob man den ersten zuerst gesehen hat oder das Remake zuerst gesehen hat, wird man den anderen auch nicht gut finden, weil den hier finde ich nicht gut. Ist einfach so 1:1 kopiert. 1:1 kopiert. Und ja, der macht nichts anders, ist einfach nur 1:1 kopiert. Den mag ich überhaupt nicht, aber zur Vollständigkeit halber. Hier wieder die Covergalerie, hier der Back. Jo, hier ist die Backs von allen vier, passen alle ganz gut zusammen, denke ich. Auch die Spines passen perfekt zusammen, so will das ein Sammler haben. Sehr, sehr schön. Aber was sind die Spines und Vimida Books ohne den passenden Schuber? Gab es damals im Nameless Shop die Leerschuber für einen 10er oder so, habe ich mir mitgenommen. Sehr schöne Schuber. Und das sieht doch jetzt geil aus. Die Kinoplakate in dem Schuber. So hat man alle geilen Cover in einer Box. So, das war's jetzt mit dem Snack zwischendurch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Geile Mediabooks, definitiv. Find auch geile Teile, zumindest der erste, zweite, der dritte geht. Das Remake ist totaler Grotz, totale Grütze. Aber der erste und zweite sind einfach, ich mag die Filme sehr. Dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Tag. Guckt gerne Filme, guckt viele Filme. Ciao, ciao.